Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy 8. Wir stehen hier gerade vor dem Königshaus. Da werde ich natürlich jetzt auch wieder das rausnehmen. Levitas! Was hat das noch zu bedeuten? Natürlich wissen wir es alle. So. Oh, einmal Brot ist das doch nicht viel. wir haben ja gerade gespeichert, das heißt, ich brauche jetzt nicht schon wieder speichern. Was ich allerdings mache, ist, dass ich dann einmal mich so ein bisschen hochheile. So. Und dann gehen wir natürlich in das Grab des alten Königs oder das Grab des verlassenen Königs. Und hier sollen wir auf jeden Fall erstmal was finden. Und zwar hier eine Gunblade. Schülernummer 32. Kann ich mir das irgendwo? Ich schreibe mir das einmal hier so ein bisschen auf ein Blatt. Ich weiß nämlich nicht, ob die statisch ist. Oder nicht. Von daher so. Wir haben jetzt die Option zu gehen. Wir brauchen und wir können aber weitergehen. Da das jetzt hier einfach nur erstmal viel gelaufen ist, würde ich das auch gerne so machen, dass ich. Dass ich das auf jeden Fall auch wieder hier in dieser Highspeed-Aufnahme mache. Wir wollen letztendlich irgendwann auch mal ankommen. Man kann sich immer so ein bisschen merken, hier brauchen wir noch nicht hin. Hier ist ja noch das Tor offen, also oben beziehungsweise. Man kann sich immer so ein bisschen merken, eigentlich muss man die ganze Zeit nur links abbiegen. Weil dann bleibt man automatisch im äußeren Kreis. Wir können uns irgendwann mal die Karte einmal, ich glaube, auf der? Nee. Genau, ich glaube, wir müssen uns einmal angucken. Und man kann wirklich eigentlich immer nur links, 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 links gehen. Und dann geht man einmal alle ab. Naja, und dann, ja, kommt man auch irgendwann an. Ich werde das jetzt alles so ein bisschen auf Highspeed wieder machen. Nicht, dass wir jetzt so ein bisschen so ganz viel Zeit vertrödeln, einfach nur, dass wir halt hier rumlaufen. Hier sehen wir auch natürlich andere, neue, oder auch altbekannte. Guck mal, der hat beispielsweise ein rotes und da kann ich einfach nur angreifen. Egal, so, zack, 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 auf Wiedersehen, tschüss. So. Wenn ich jetzt bin, würde ich ihm sogar blind geben, als zu schweigen. Aber nicht. So. Sehr schön, das heißt, wir gehen natürlich einmal zu den GF. Was darfst du denn als nächstes lernen? Karte. Können wir machen. Habe ich noch nie gebraucht. Ich würde sagen, Magie 20%. Hier sieht das ganz. Warum lernst du das denn? Na ja, egal. Jetzt lerne das zu Ende. Wir lernen das alles, was ich will. Okay. Immerhin ein bisschen. Ein Teilerfolg. Hier können wir auch noch nicht hin. Das heißt, wir müssen halt ganz außen rum. So, hier wieder rein. Hier können wir nämlich erstmal weitergehen. Hier ist eine ganz, ganz merkwürdige Statue. Sprechen wir sie mal an. Jeder, was macht ihr hier? Oh, wir müssen wieder kämpfen. Das wusste ich gar nicht. Hallo, guten Morgen. Macht ihr noch was? Ganz wichtig ist es bei diesem Kampf, Levitas zu benutzen, weil ihr seht ja, er heilt sich dauernd selbst. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel er sich heilt. Muss ich mal einmal schauen. Wir kämpfen nicht. Raw, was hat er? Ich weiß nicht, was er hat. Und jetzt werde ich ihn natürlich immer erst kurz einmal ausnehmen. Das heißt, ich nehme euch gleich wieder dazu. Wenn wir mit dem fertig sind, ich mach dann einmal auf. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache einmal einen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich noch wieder. Wir haben ihn ausgezogen. Ja, das ist richtig. Ich wollte jetzt nicht übertreiben. So, er kriegt jetzt erstmal Levitas aufgehauen. Damit er sich nicht andauernd heilt.
kann ich ordentlich auf ihn draufballern. Weil er kann sich jetzt nicht mehr heilen, er hat jetzt keine Möglichkeit. Dann machen wir es wieder schnell, damit wir schnell fertig sind. Die sind ja stark. Oh, da haben wir es sogar schon geschafft. Rinderkacke, ihr werdet es büßen. Schnell ist er weg. So, speichern müssen wir noch nicht. Soll wieder geradeaus. Wieder links. Wieder links. Du wirst gar nicht, ich glaube beim ersten Mal durchspielen, ich habe so viel Zeit verbracht. Das war unheimlich. Oh, meine Lieblings... Meine Lieblingsdinger, was haben die denn überhaupt? Brauche ich noch irgendwas von denen? Die haben nur Shell. Gut, dann kann ich einfach nur auf die draufhauen. Die sind zwar ein bisschen, die sind zwar, also die kann man am besten bekämpfen mit, Elementen, aber das soll es erstmal egal sein. Warte mal, da würde ich glaube ich wirklich sauber einmal anwenden. Warte, wir haben die Möglichkeiten, um anzugreifen, mit der anderen. Und das müsste vielleicht Glück sein, mit dem ich angreifen kann. Also sind die, egal, welches Element da ist, dann auch dann nicht. Hm. Nicht. So. Wieder sehen. Oh, das ist gut. Hat nicht gut. So, auf Wiedersehen. Das ist ja erschreckend, wie schnell wir leveln. Item. Also, ich finde, dass ich das brauche, das erstmal nicht. Wow. Wir können auch nochmal neu koppeln, da wir jetzt Engel haben. Jetzt auf HP ändert sich das. Oh Gott, im Himmel. Doppelt. Wir koppeln hier mal auch nochmal. Nehme ich aber wirklich Zauber. Nein, wollte dahin. So, mal gucken, was wir hier machen. Achso, hä? Hier sind wir wieder draußen? Wieso sind wir denn hier draußen? Naja. Dann gehen wir halt nochmal den Weg. Ah, jetzt sind wir hier rüber. Gehen wir einmal ziehen, Vitra. Passt. Aber es ist ja, glaube ich, nichts. Also, wir müssen die Kurbel betätigen. Und jetzt dreht sich das und jetzt ist das Neues frei geworden. Standen wir da vorher? Warte mal, oder hat das nur zwei? Kann aber auch sein, ne? Jetzt gehen wir erstmal nach innen. Wir müssen da auf jeden Fall nicht hin. Wir müssen hier rum. Hier rum. Hier rum. Und gehen wir schon darüber? Nee. Die Treppe, scheiße. Wie machen wir das dann? Lass mich überlegen. Auf den können wir jetzt einfach draufhauen, das ist egal. Das ist sowieso immer nicht schwach. Weil der so eine hohe Abwehr hat. Dahin. Warte aus. Das weiß ich gar nicht. Dahin. Ah! Jetzt fängt es wieder an, warte, jetzt muss ich wieder Zauber einstellen. Natürlich, jetzt hat sie beides gekoppelt, ne? Noch mal so eine Shell. Greifst du bitte an, zauberst. Du machst ab vorne. Danke. So, und jetzt habe ich ja glücklicherweise alles auf Merken gestellt. Das heißt, ich habe jetzt so ein, man kann ja so einen kleinen Larifari machen. And
Endlich ist er da. Einen Runenreif haben wir erhalten. Das ist auch natürlich sehr schön. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo wir sind. Warte mal. Ich muss erstmal wieder hier. Jetzt habe ich mich doch verlaufen. Nein. Doch nicht mal fertig. Jawohl. Schön. Das ist auch nicht so unsere Guardian. So, jetzt können wir erstmal dahin. Lass mich kurz mal überlegen. Ich nehme einmal die Fahrt an. Da war das Rad. Machen müssen wir das. Also entweder sind wir oben oder da unten. Das heißt, ich folge jetzt erstmal nur dem Weg nach da. Im äußeren Ring sind wir ja wieder. Aber eigentlich müsste ja noch eine zweite Tafel sein. Dran ist. Und wie die Perfektion. Ich werde noch mal einmal ganz kurz bei den Zaubern hier. Hätte ich gerne das. So. Mach ich denn da gerade? Wie mache ich das denn locker? Ach. So, das war noch der letzte Punkt, den wir machen mussten. Jetzt geht's erstmal hier wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder da. Das heißt, wir müssen nach da. Geradeaus. Und jetzt müssen wir nur noch den Punkt finden. Hier ist er auch nicht. Ja, gut, wir laufen jetzt einmal drumherum. Aber mir ist es so lieber, dann weiß ich wenigstens, wohin ich hin muss. Auch nicht. Ja, natürlich die letzte Möglichkeit. Dann ist es ja wie ein Würfel. Ja, wie ein Würfel, nicht wie ein Rechteck aufgebaut. Versehen. Und wir sind fucking schnell. So, und jetzt müssten wir eigentlich da angekommen sein. Genau. So, ich werde jetzt natürlich wieder die Zeit verlangsamen. Weil da sehen wir jemanden, der uns ganz schön auf die Fresse geben kann. Hallo. Ihr seid schon wieder hier? Das letzte Mal war nur die Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Scheint richtig hohl zu sein. Hey, Bruderherz. Was ist Secreto? Bruderherz, das sind die Grabständer. Sie wollten nicht auf mich hören. Ihr habt Secreto geschlagen. Schwach scheint ihr nicht zu sein. Der Kleine? Dein Bruder? Bruderherz, sie verarschen uns. Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. Und willkommen im zweiten Guardian Force Kampf. So, hier ist es wichtig, gleich von Anfang an. So, irgendeiner kann noch was Doppeltes, der kann noch doppelt. Mal die ganze Zeit doppelt, die anderen greifen an. So, wir müssen ein bisschen gucken. Wir werden erst einmal den Kleinen kaputt hauen.
Weil der hat, glaube ich, eine ganz böse Attacke. Lass mal schneller machen, wir. 900 Mitte dann halten. Oh, der Rasen hier raus. Die nächsten Rasenmäher, das ist auch okay. Sind jetzt schon. Jetzt hör aber mal auf. So. Also jetzt müssen wir alle einmal wieder auf den Dampf gehen. Oh, ich zieh mich zurück. Aber er macht seinen Großteil, das ist ganz gut, und dann noch zaubert er Zell sein Dieter. Wir haben verloren. Okay, wir kommen mit. Somit haben wir gesiegt. Ich habe es echt viel, viel schwieriger in Erinnerung. Das ist krass. Bleibt natürlich auch so gleich. Ihr habt diese Brüder besiegt. Ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem kleinen Sarg befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einen Sarg einzusperren, wenn er das Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. So, wir werden uns erstmal heilen, weil der nächste Blödmann kann uns jetzt natürlich hier umhauen. Muss jemand wiederziehen. So. Und jetzt geht's natürlich schnellen Schrittes nach Hause zurück. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur nach geradeaus laufen. Genau, da ist das Gunblade. So, dann haben wir es schon geschafft. Juhu. Oh. So, wir laufen jetzt einmal fix zu dem City und kurz vor dem City mache ich nochmal einen Cut. Weil, dann ist auf jeden Fall der Part auch vorbei. Überlänge Part. Super schwach an diesem. Einmal ganz kurz. Wir machen mal erst auf das. Oh. Ja gut, das ist aber in Ordnung. Ich muss mal gucken, kurz mit meinem GF. Er liegt dann hier schon wieder ein bisschen Blödsinn. Das brauche ich nämlich nicht. Dann soll er doch bitte lieber hier dieses Abwehrkopplung mal 2 haben.
Nein. Du musst das gerne lernen. Das ist schön. Ach, Sirene. Du kriegst behandeln. Du lernst erstmal anfeuern. Das ist viel wichtiger für ihn. Und dann sind wir fast mit Rauben durch. Das ist schon mal ganz gut. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Ach so. Wir können ja auch mal gucken kurz wegen den Abilities. Ach, sieh einer an. Und hier haben wir Stärke zum Beispiel. Gut, dann gucken wir mal, was das für welche Ausmaße jetzt genommen hat, dass wir so ein bisschen uns aufgepowert haben. Ob wir da schon irgendwie was sehen? Ja, toll, eine Heulechse. Und ich will natürlich auch nächstes Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie was schon zusammen uns schustern können. Also von diesen neuen Waffen, die wir gesehen haben. Die in dem... Moment, ich kann ja erstmal ordnen. So, und dann gucken wir einmal. April müsste das ja gewesen sein. Genau. Eisenrohr und Schraube. Ich weiß nicht. Schön wäre es natürlich, wenn man das schon sieht. Also das fände ich auch noch total cool. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du eingeschaltet hast. Dankeschön. Und bis dann. Tschüss.